Wir haben jetzt hier in einem offenen Nachtrag, Nachtrag 2, schon einmal die Änderung vorgenommen, dass wir statt dem erstmal schlüsselfertig verkauften Haus die Ausbaustufe auf Ausbauhaus gestellt haben und haben jetzt hier insgesamt eine Gutschrift von 199.769,35. Und das ist, wenn wir uns das im Angebot entsprechend anschauen oder im Nachtragsangebot anschauen, in dem Falle eine Ausweisung, die sich ergibt aus den entsprechenden Gutschriftsbeträgen für eben die Ausführung Ausbauhaus für Erdgeschoss und für Dachgeschoss. Soweit, so gut. Wenn es jetzt so ist, dass Sie Änderungen hätten, die jetzt innerhalb des gleichen Nachtrags unbedingt gemacht werden müssen, dann haben wir das, wo ich empfehle, wenn es irgend geht, es zu vermeiden, dass es sich eben vermischen kann, nicht muss. Wir machen zwei Varianten. Wir gehen zum einen wieder auf die Dacheindeckung und stellen hier wieder unsere Tonziegel ein. Ich sage deswegen wieder, weil wir in anderen Videos ja immer schon mal, ne, mit dieser Änderung der Dacheindeckung gespielt haben. Und jetzt machen wir eins, jetzt gehen wir in die Bodenbeläge rein, das heißt also in dem Falle einmal in den Fußboden. Und wir hatten ebenfalls schon mal im ersten Nachtrag eine Bemusterungsvariante eingestellt, dass wir die Fliesen und ich sage hier einmal alle Varianten der gleichen Ausstattung markieren, dass wir eben die Fliesen auf die Preisgruppe 5 gesetzt haben. Und ich mache mal eins, ich gehe jetzt hier einfach mal mit den Fliesen auf die Preisgruppe 3 und dann würde ich das Wohnzimmer einmal hernehmen, sagen hier alle mit der gleichen Preisgruppe ebenfalls markieren. Dort hatten wir das mal auf die Parkett-Preisgruppe 4 gesetzt und ich setze das hier mal auf die Parkett-Preisgruppe 5. Soweit, so gut. Ich könnte natürlich jetzt hier auch noch eins machen. Ich könnte auch in der Raumausstattung im Badezimmer noch eine Veränderung vornehmen. Ich sage zum Beispiel, dass ich die Dusche, die bodentief ist, die wir hier schon reingenommen haben, meinetwegen entsprechend an der Stelle löschen möchte. Das wäre eine Variante, mit der ich sage, ich nehme es raus und würde eben meinetwegen hier die Rechteckdusche Standard wieder reinnehmen. Das heißt also, auch solche Veränderungen könnten an der Stelle passieren oder könnten notwendig sein. Bitte, wie gesagt, optimalerweise mit den entsprechenden Leistungsumfangsveränderungen möglichst getrennt halten. Aber nochmal, wir wollen uns hier anschauen, was ist das? Was das Ergebnis ist, wenn es eben nicht möglich ist. Bitte nochmal, wir hatten in vorherigen Nachträgen schon mal die Bodenbeläge geändert, wir hatten in vorherigen Nachträgen, die bestätigt sind oder bestätigt waren, die Dusche schon mal geändert und wir haben an der Stelle jetzt nochmal eine Änderung für die Toneindeckung reingemacht. Die war bisher nicht bestätigt, war aber schon mal in einem der Nachtragsangebote, die der Kunde gekriegt hat, eventuell drin. Ich formuliere das deswegen, weil damit ja irgendeine Preisaussage schon mal nach außen in dem Falle, eben zum Bauherrn hin kommuniziert worden ist. So, wir sind im Redaktionssystem, wir sehen erstmal eins. Wir haben die Änderung der Dacheindeckung wieder. Wenn Sie sich die anderen Videos schon angeschaut haben, sehen Sie auch die Preisglättung von den 51,28 € auf diese glatten 2.500 €. Die speichert sich das System in dem Status, in dem wir waren. Das heißt also, ich habe das in diesem Nachtrag 2 mehrfach schon entsprechend genutzt. Und wenn ich jetzt oben auf die Räume gehe, dann sehe ich, ich habe hier in der Raumausweisung gar nichts drin. Und wenn ich auf die Ausbaustufen gehe, ne, dann habe ich hier meine entsprechenden Ausbaustufen, in dem Falle Ausbauhaus, die keinerlei Ausweisung zur Folge haben. Zusammengefasste Zusatzleistung, wissen wir, kommt immer nur, wenn direkt etwas angelegt ist. Ich lasse es jetzt einmal komplett zum Ende durchlaufen und dann schauen wir uns die Ergebnisse an und wir sehen,